Konnichiwa, hier ist wieder der Dr. Peng Shui. Heute wieder mit Anno 2205. Man kann es ja nicht übersehen. Wir haben es jetzt bisher geschafft, dass wir in der Antarktis die Rohstoffe so weit ausbauen, dass wir zum nächsten Schritt in der gemäßigten Zone machen können. Und zwar, dass wir anscheinend den Mond bald besiedeln können. Da freue ich mich schon drauf, weil der Mond mich interessiert, wie es da vorangeht. Ja, dann lasse ich mich mal überraschen. Meine Aufgaben sind da, mindestens einen Manager irgendwie zu erhalten, zu erwerben und eine Sicherheitsabteilung noch da aufzubauen. Ja. Sicherheitskontrollen sind in Ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Und ja, das hat sich dann schon erledigt. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Manager. Gehen wir doch mal rein und schauen uns mal die Lager bei uns an. Ja, unsere Administratorin wollen jetzt sich weiterentwickeln. Das wollen wir auch nicht verhindern. Großartig. Alles läuft nach Plan. Schon bald werden sie die letzte Grenze überschreiten, wie man so sagt. Sie wollen... Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startraten überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Mache ich auch gleich, wenn ich... darüber in Kenntnis setzen sollen. Ich... Beförderung. Geht auch. Wir brauchen 5000 Manager. Wollen wir mal gucken, dass wir die großen Gebäude hier ausbauen. Mir fehlt es irgendwo an was. Warum? Verstehe ich nicht. Ach, jetzt weiß ich. Wir brauchen ja die Superlegierungen. Brauchen wir dafür. Gut. Das heißt, wir müssen in der Antarktis die Produktion ankurbeln. Oder ein bisschen erhöhen. Du bist auch hier. Ja, ich bin da. Kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Bin ein wenig gespannt, wie das denn so wird. Auf dem Mond zu sehen. Ach, vergiss das. In der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Uff, ich habe andere Sorgen gerade. Obwohl... Ich hasse es ja, wenn ich von meinem Ziel irgendwo ein bisschen abweichen muss. Aber ich hoffe, die Missionen dauern hier nicht so ewig. Bestätigt. Ich hatte erwartet. Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Bin mal gespannt, was ich daraus gewinnen kann. 50 Logistik. Ich weiß nicht. Verstanden. Dann baue ich lieber bei mir die Logistik aus. Ich glaube, es ist wichtiger, wenn man hier die Fabriken ausbauen mit Stromgedöns. Davon haben wir noch genügend. Hier freue ich noch die Petro-Geschichten.
Haben wir noch was zu kaufen? Zwei Stück nur. Das reichte mir nicht. Ergo baue ich hier noch eine separate Fabrik. Da, 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 da. Wissenschaftler und diese Fabrik. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Immer schön die Rohstoffe im Auge behalten. Gut, da haben wir das ein wenig angekurbelt. Plus 6. Dann können wir das auch weiter ausbauen. Tätigen wir mal. Auch mal kurz reinschauen, ob alles in Ordnung ist. Mitarbeiterstrom, Logistik. Jetzt habe ich hier zu viel. Okay. Ich muss mehr ausbauen. Und das alles für ich will auf den Mond. Wollen Sie Komplimente erheischen? Ich habe leider wenig Zeit, Anthony Goodwin, Minister für panterrestrischen Handel. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Okay. Später. So, wir müssen mal ein bisschen umdisponieren. So. Eieieiei. Ach nee, ich wollte eigentlich das hier frei halten. Ist glaube ich erstmal auch relativ ausbauen. Kann ich das noch nicht? Ich glaube, wir sollten einfach mal nur die Routen ein bisschen ändern. 15 produziere ich. Bestätigen. Sortiere Daten. Arbeite Informationen. So, gehen wir mal zurück.
Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Ich möchte mal gucken, Objektprofil wird aktualisiert, ob ich jetzt das Zeug auch auf dem globalen Markt verscherbeln kann. Das heißt, von hier nach hier. Okay. Gibt mir einen ordentlichen Warenumsatz. Die Route ist registriert. Erfolgsliste aktualisiert. Verbindung wird hergestellt. Okay, also da kann ich auch versuchen, eine Überproduktion zu machen, damit ich hier auch die Waren dementsprechend verkaufen kann. Gut. Egal, ich gehe jetzt zurück. Hab jetzt ein paar Sachen mehr hier, das ist schön. Das heißt, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ich brauche 5000 Manager. Die sollte ich doch erreichen können. Wow, du sorgst für Aufsehen. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Ihre Anwesenheit wird bei unserem Projekt vor Ort verlangt. Ach Mensch. So. Das steigt alles so fein. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ich will ausbauen, das interessiert mich noch nicht, was ihr braucht. So. Ich muss auch mal zusehen, dass ich von denen hier ein bisschen baue. Biopolymere. Bauoptionen erweitert. So, was möchte Tante Troller? Oh, ich habe die erreicht. Schön. Das brauche ich dann einfach nur noch. Koordinaten bestätigt. Luxuskost basteln. Aber mal gucken. Ich glaube, ich nehme mein Kommandoschiff. Roger. Und erschließe mal nochmal einen neuen Teil der Insel. Das ist der Region. Dann kann ich mich darauf auch ein bisschen mehr auf die Produktion konzentrieren. Für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Ich habe Ihre Leistung analysiert. Nicht schlecht, aber es geht nichts über Innovation. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Jetzt habe ich natürlich einige Missstände hier. Wasser. Gleich mal ausmerzen. So gut wie möglich. Nahrung. Das ist eigentlich eine große Fläche, ne? Da könnte eigentlich die Bewohner hin. Wäre irgendwo schöner, finde ich. Gut, das Umrüsten, Umbauen, das mache ich mal später. Ihr werdet dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge dann sehen, dass ich, ich denke mal, auf der großen Fläche die Bewohner hinbaue oder hinsetze von der alten Insel und die Produktion auf die etwas kleineren Inseln verlege. Aber das kommt später. Das haben wir ausgeglichen. Wir brauchen Obst. Obst, wir brauchen Obst.
Ja, wie ihr seht, ich baue hier ordentlich aus, sodass ich wieder eine Überproduktion habe. Eigentlich. Mal gucken, was die Funktion hat. Okay, kopiert halt nur das Gebäude und nicht die komplette Anlage. Nur noch minus 8, das kann nicht sein. Ich habe doch vorhin schon minus 8 gehabt. Ah, gut. So, dann brauchen wir wieder... Ne, Alkenfallen haben wir. Synthetikzellen haben wir auch. Dann brauchen wir das hier. Dann haben wir da auch keinen Missstand mehr. Doch. Bei der Synthetikzellenfabrik. Das ändern wir aber mal. Na, irgendwie kommt er nicht mehr hinterher. Hä? Egal, haben wir auch geschafft. Dann legen wir mal los und bauen den Rest. Sojabohnen und Co. Managa. Manager. Sojabohnen. Bin der Mensch, ich baue das lieber aus. Weil Strom, Bilanzzeugs und Mitarbeiter habe ich genügend. Da brauche ich eine Rinderfarm. Will ich gleich mal gucken, was das frisst. Ja, es frisst auch Sojabohnen, bauen wir auch mal so gut wie möglich aus. Okay, dann nehmen wir das hier einfach mal weg. Und dann brauchen wir eine... Wir brauchen Wein. Wie nennt sich das hier? Weingut. Ja, klassisch. Dam, 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 dam. Also so ein Weingut bringt nicht viel Wein rüber. Schweineteuer, aber es bringt nicht viel rüber. Gut, muss man darauf aufpassen. Und dann können wir dieses basteln. Oh, das bringt ja ordentlich mit rauf. Gut, also das alleine schon, die zwei Gebäude haben den Ausgleich für die Wein, fürs Weingut gebracht. Oha. Also Luxusgut, schön und gut, aber das frisst sehr viel Ressourcen. Egal, jetzt kann ich das hier verbessern. Schauen wir doch mal. Was das darf, so viel steht fest. Okay, das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Welchen Countdown? Da bin ich mal gleich gespannt, wie das hier aussieht. Dauert ja nicht mehr so lange.
habe Ihre Leistung analysiert. Nicht schlecht, aber es geht nichts über Innovation. So, jetzt. Genehmigt. Dann schließen wir das mal ab. 5, 4, 3, 2, 1. Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu Ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor Ihnen. Ihre Kolonisten erwarten Ihre Befehle. Sorry, falls ich dich nerve, aber du musst das bald erledigt haben. Du gehst das Risiko doch ein, oder? Super, da haben wir es geschafft. Wir haben unsere ersten Pods auf den Mond gebracht. Sehr schön gewesen. Wir können auch den Mond jetzt schon betreten. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Jetzt mache ich einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Es sah sehr schön aus, wie wir mit dem Shuttle endlich mal von dem Planeten Erde wegkam und ja. Schaltet zum nächsten Mal ein, wenn ich dann halt mich für den Mond entscheide. Liked es, gebt mir einen Daumen, gebt mir Kritik, abonniert mich, damit ich auch einen Schritt weiter komme. Also, Sayonara.